So. Haben wir jetzt Termin, die Pelze zu verkaufen, ja? Was erhofft ihr euch an Geld daraus? Es sind ja jetzt doch einige. So ein Zehner pro Pelz oder sowas. Das wäre schon gut. Okay. Ja, also ein Huni wollt ihr haben, ne? Das wäre der Hammer. Ich hoffe natürlich ein bisschen mehr, aber wir machen das jetzt mal strategisch so. Ihr sagt jetzt einfach mal gar nichts. Sagt, er soll uns mal ein Angebot machen. Genau. Und dann sagst du, oder habe ich mir aber mehr vorgestellt und dann haust du mal einen 50er drauf. Okay. Okay? Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, mir die einzelnen Teile anzuschauen und rauszuselektieren, was für uns vielleicht interessant ist. Ja. Magst du den mal anziehen? Dann wirst du mal sehen, wie schwer der ist. Ja? Man kann sich gar nicht vorstellen. Ups, kommst du durch? Ja. Super. Ne? Merkst du, was das für ein Eigengewicht ist? Also es ist ganz bestimmt schick, aber das ist unendlich schwer, dafür einen Käufer zu finden. Wo wir schon in die interessantere Richtung kommen, ist dieses hier. Was ist das für ein Fell? Das ist tatsächlich Nerz. Mhm. Ist aber ein gekämmter Nerz, hat so ein bisschen eine Optik wie ein Persianer. Also das ist so ein bisschen gekräuselt, ne? Genau, aber es ist Nerz, es ist kein Persianer. Mhm. Oder es ist gekämmter Persianer. Was ist denn besser? Nerz oder Persianer? Nerz. Nerz ist. Ja, dann ist es Nerz. Nicht interessant für uns. Das sind also jetzt die letzten Teile, die übergeblieben sind. Realistisch würde ich euch 60 Euro bieten. Ah, da hatten wir uns was anderes vorgestellt. Sag mal. Na, wir haben so mit ungefähr 100 gerechnet. Ich gebe euch gerne 70, aber das ist dann das mehr okay. als mehr wir als gehen, wirklich. Wir gehen gerne auf 90. Hier sind offene Stellen, die müssen von unserer Näherin noch überarbeitet werden. Und was das hältst ist du von 80 Euro? Stopp. Die zwei gucken mich ja so lieb an. Genau. Super. Okay. Danke. Tausend Dank. Gut. Ja. Na Mädels, wie hat euch das gefallen? Ja, war gut, ne? War gut, ne? Super Sache, ne? Guter Deal. Und schönes Geld dafür. Auch eine super Idee, ja. Hierher zu kommen. Klasse, wa? Wollen wir? Das ist echt super viel Zeug hier. Das kann man schwer, ne? Ja, schwer. Das kann man nicht alles mit auf den Flohmarkt schleppen. Mhm. Weißt du was? Wir machen Hausflohmarkt. Und dann kommen die Leute hierher und suchen sich aus, oder? Dann plündern die euer Haus, im besten Fall, ne? Im besten Fall, ja. Ja, das ist auch super, weil im Flohmarkt müssen wir um 6 Uhr aufstehen, hier nicht? Komm, geh mal. So, heute ist der große Flohmarkttag und ich bin mal gespannt, wie weit die Mädchen gestern Abend noch gekommen sind mit dem Räumen und jetzt gucke ich mir das mal an. Dann räumen wir jetzt noch zusammen ein bisschen auf. Heute ist der große Tag, ja? 10 Uhr geht's los und da bin ich mal gespannt, was passiert. Die oberste Priorität, dadurch, dass das Haus hier so vollgestellt ist, ist ganz einfach, die Sachen freizuräumen. Ja? Wir mussten Gänge schaffen, damit die Leute überhaupt rumgehen können, weil sonst gehen die das Zimmer und sagen, boah, da gehe ich nicht rein und da komme ich ja nie wieder raus. Ja, und aussortieren so ein bisschen den Müll, ja, damit die Sachen, die einzelnen Sachen auch wirken.
Ja, hier ist alles so voll, das ist Wahnsinn. Also schaffen wir aber schon. So, jetzt. Gerade weil du verlierst. 2 Minuten, jetzt los. Okay. Bist erledigt? Ja, das war jetzt ein Hardcore-Programm, aber das geht jetzt leider noch weiter. Und, aber du wirst sehr euphorisch sein, das wird jetzt Spaß Die rennen machen. Uns gleich das Gartentor ein, ne? Genau, Folgendes ist, die stehen schon alle draußen, super. Folgendes, hier ist eine Kasse, da sind 50 Euro Wechselgeld drin, ja? Mhm. Die nehme ich auch hinterher wieder raus, okay? Oh. Was jetzt ist, ich möchte, dass eine von euch beiden vorne an der Kasse sitzt, ja? Und die anderen beiden gehen durchs Haus und beraten die Leute. Ab, ja. Mhm. Wer möchte denn vornehmen? Fange ich an und dann machen wir. Können wir machen. Es wird wild werden, aber es wird gehen. Na, aufstehen. Yes! Guten Morgen, ja? 3, 2, 1 und rein, ja? Leute, die da schon gewartet haben. Finde ich gut. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie uns jetzt die Bude einrennen. Ich sage Ihnen Preis, alles zusammen 20. Ja. Sind Sie gut dabei? Ja. Machen wir 30 Euro Freundschaftspreis. Können Sie gleich mitnehmen. 30 Euro? Ja. Super. Elefant, 5 Stück, 1,20 Euro. Ja, ja. Okay, nehme ich alle. Der Preis, also haben wollen wir 450. Geben wollen Sie natürlich nicht so viel, das weiß ich jetzt auch schon mittlerweile. Denken Sie mal an mein kleines, kleines Herzchen. Ja? Ich denke an Ihr kleines Herzchen, ich denke auch an mein Portemonnaie. Okay, gut gekontert. 440. Ja, Sie sind dran. 390. Ich gehe jetzt auch schon. Ne? 10 Euro immer. Ja, gehen Sie, können wir machen. 430. Also gut, 410, okay, mein letztes. 420, mein letztes. Nee, 410 ist echt mein letztes. 415. Ich schlag ein. 15. 5 Euro, soll Ihr Glück nicht scheitern, ne? 5 Euro soll Ihr Glück scheitern. Okay. Ja, 415? Okay. Wunderbar. Also 115 für alles mit Lampen und 2 Stühlen. Ja. Deal? Machen wir. Super. Okay, danke. Ich danke Ihnen. Vor allem Stress, das ist ja echt krass, was alles gekauft wird und wie viel und macht schon Spaß. Das ist super cool, dass wir das auf diese Art und Weise wegkriegen, weil im Container landen, da zahlst du dafür, dass du es entsorgst. So. Und hier, da nehmen es einfach Leute mit und zahlen. Das finde ich gut. Der Hammer, wir haben alles rumgerissen, rausgerissen. Ja, es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich meine, es ist auch viel weg schon, aber es muss auch noch. Man räumt vorher auf, man räumt hinterher auf. Das ist immer so. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben echt gut Kasse gemacht. Ja. Eine Frage, das ganze Haus wollen Sie auch verkaufen, ne? Ich schreibe Ihnen einen Zettel. Was wollen Sie geben? Ja, was wollen Sie geben? Ja, gut, man. Dann machen wir es so, geben Sie mir einfach Ihre Telefonnummer. Ich mache das jetzt anders. Ach so, ja. Zettel, 145.000. Nee, ja? Hier unter Wert verkauft. Ja, wir müssen dann natürlich gucken, es viel zu machen und so weiter, aber wir können uns ja mal unterhalten drüber. Ja, genau, das kann ich so. Ich gebe Ihnen meine Adresse, mein Telefonnummer. Ich lucky, lucky, lucky me. Ja, wunderbar, haben wir nicht nur das Haus leer verkauft, sondern auch noch einen Hauskäufer gefunden. Das freut mich für die Mädchen. Die haben heute echt richtig Schwein. Hier fluppt das nur. Lucky.